Lieber Mensch, fühle dich ganz herzlich willkommen. Liebe Menschen, fühlt euch hier alle willkommen. Die geistige Welt macht keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, zwischen den Hautfarben oder den Gesinnungen. Jeder Mensch ist willkommen. Und so freut sich die geistige Welt, dass du heute hierher gekommen bist. Und so fließt ganz viel Liebe der geistigen Welt jetzt in diesem Moment zu dir. Diese Liebe berührt dein Herz, wenn du es erlaubst, dein Herz zu öffnen. Und so erlaube dir auch, dich so tief wie möglich von der Liebe der geistigen Welt tragen zu lassen, dich berühren zu lassen und die Einladung anzunehmen, heute nach Lemurien einzutauchen. So erwarten wir jetzt die Botschaft. So sprechen jetzt die lichten Wesen von Lemurien zu dir. Lemuria, die Zeitepoche des Neubeginns, die Zeitepoche der Kraft, des Wissens und des Glaubens. Und so laden dich jetzt diese Wesen ein, nach Lemuria zu reisen. Geliebtes Menschenkind, Lemuria ist in den Erinnerungsfeldern deiner Zellkerne gespeichert. Alles, was du damals erlebt hast, daran kann sich deine Seele erinnern und auch an die große Kraft, welche in dir ruht. Ebenfalls das riesengroße Wissen, welches du trägst, all das ist in dir selbst gespeichert. Und so gibt es in Lemurien einen bestimmten Platz, wo sich ein Abdruck von deinem Lichtkörper befindet. Denn damals besaßt du einen Lichtkörper. Und so möchten dich Und so möchten wir dich an diese Stelle führen, denn dort an dieser Stelle wirst du Erinnerungen erhalten, Bilder und Informationen bekommen, welche dich unterstützen werden in der aktuellen Zeit, in welcher du lebst. Und wenn du es erlaubst, mit einem inneren Ja werden wir deine Seele über die Linien der Zeit nach Lemuria führen. Du erkennst die spitzen Berge, du erkennst das Licht, das besondere Licht von Lemuria. Du erkennst die Farbe des Meeres,
die Farbe des Himmels und der Berge. Und auf einmal zieht es dich wie von ganz allein zu einer bestimmten Stelle. Lass es ruhig geschehen. Denn es ist deine Seele, welche diesen Platz erkennt, wo dein Lichtabdruck verankert wurde. Und so tauche nun mit all deinen Sinnen, mit all deiner Liebe in diesen Lichtabdruck ein. Tauche hinein und nimm all das auf, was sich dir zeigt. Denn wir, die lichten Wesen, wir halten deine Energie, sodass du dich erinnerst. Und alles geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Wir geben dir ein wenig Zeit, um die Informationen zu empfangen. Es ist völlig egal, wie du sie bekommst, in Bildern, in Farben oder als Energie. Nimm es an, denn es wird so sein, wie es richtig und gut für dich ist. Geliebtes Menschenkind, wir haben ein großes Geschenk für dich vorbereitet, denn wir werden jetzt ein Licht in dir entzünden, das Licht der Einheit. Und dieses Licht der Einheit übergeben wir dir. Es wird dich führen. Es wird dich stützen und schützen, denn das Licht der Einheit, was schon immer war, es soll hell leuchten, es soll dich begleiten und stark machen, denn du bist ein Teil vom Großen und Ganzen. Und jeder Mensch ist ein Teil. Und jeder Mensch ist ein Teil der Liebe und des Lichtes, in der Einheit von Gottes Schutz. Und so empfange dieses Licht, welches wir dir jetzt überreichen. Dieses Licht leuchtet und wir übergeben dir es in beide Hände. Und sieh mit deinem Herzen, wie dieses Licht der Einheit leuchtet, wie es dich umgibt und deine Seele zum Vibrieren bringt. Dann lass dieses Licht los. Es legt sich in deine Aura, verbindet sich mit all deinen Kanälen, mit deinem Lichtkörper der Aura und deinem physischen Körper. Dieses Geschenk trägst du ab nun in dir. Das Licht der Einheit, es wird ewig leuchten und dein Leben in der aktuellen Zeit viel angenehmer machen. Es wird dich immer wieder daran erinnern, wer du in Wirklichkeit bist, und das Gefühl der Zugehörigkeit in dir verstärken. Und so tragen wir deine Seele wieder liebevoll zurück in dein Hier und Jetzt, dorthin, wo du in der aktuellen Energie lebst. Und wir lächeln dich an, denn wir freuen uns sehr,
dir dieses Geschenk überbracht zu haben. Und so verabschieden wir uns von dir mit Svarana und dem Leuchten in unseren Lichtkleidern. Und ich, Nirjana, bedanke mich auch voller Achtsamkeit für dieses großartige Geschenk. Und ich bedanke mich auch bei dir, dass du heute hier warst und ich dich begleiten durfte. Dann komme wieder langsam zurück in das Hier und Jetzt und sei wieder ganz da.